Schönen guten Morgen an alle. Wir freuen uns, dass so viele Leute zu unserer Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit gekommen sind. Die Konferenz gibt es in dieser Ausrichtung und in dieser Konstellation zum ersten Mal. Und wir freuen uns über die wirklich gute Resonanz, die dieses wichtige Thema hat. Wir haben insgesamt über 1300 Tickets verkauft und freuen uns wahnsinnig darüber, dass so viele Leute sich auch aktiv einbringen. Wir sind eine Gruppe von 10 kleineren und größeren Organisationen aus den Bereichen Umweltschutz, Entwicklungspolitik und Digitalisierung. Ich selbst vertrete hier einen Umweltverband, den Dachverband der Deutschen Naturschutzorganisation und freue mich natürlich besonders, dass so viele Umweltschützer sich aktiv bei dieser Konferenz eingebracht haben und mit vielen interessanten Workshops und Talks hier auch vertreten sind. Außerdem wollte ich mich auch noch mal bedanken bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die uns finanziell unterstützt haben. Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre diese Konferenz in der Art und Weise nicht möglich gewesen. Nochmal vielen Dank. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Hendrik Zimmermann von German Watch. Herzlich willkommen. Wir von German Watch machen bei der Konferenz Bits und Bäume mit, haben die Konferenz Bits und Bäume mit organisiert, weil wir sehen, dass die Digitalisierung eigentlich alle Themen berührt, mit denen wir uns befassen. Also zum Beispiel die Energiewende, zum Beispiel den Ressourcenschutz, zum Beispiel die Agrarwende. Und um dieses tolle Programm, was wir hier haben auf der Bits und Bäume Konferenz, zustande zu bringen, haben wir als Trägerkreisorganisation, die hier oben stehen, einen Call for Participation gestartet. Und dieser Call for Participation, der war im August zu Ende und dann waren wir ganz beeindruckt, dass wir 231 Einreichungen hatten, also 231 Akteure, die auf dieser Konferenz einen Beitrag leisten wollten. Und dann hatten wir natürlich die Qual der Wahl. Hallo, mein Name ist Therese Hoffmann, ich vertrete Brot für die Welt und von all diesen tollen Einreichungen haben wir mit viel Mühe und großer Freude etwa 130 Programmpunkte ausgewählt und das Ergebnis ist das Programm von heute und von morgen und dass wir auch jetzt alle zusammen aktiv mitgestalten können und darauf freue ich mich. Ja, hallo, ich bin Vivian Frick von der TU Berlin. Neben diesem Programm, das sozusagen aus dem Publikum kommt, haben wir uns natürlich auch selber hingesetzt und uns was überlegt. Ihr seid ja in der ADA-Bühne und hier findet hauptsächlich das Bits und Bäume-Panel statt und all diese Panels zu unterschiedlichsten Themen unserer Tracks, genau, wurden von uns kuratiert und wir wünschen euch damit ganz viel Spaß. Hallo, mein Name ist Nicolas Genau und ich vertrete hier das Konzeptwerk Neue Ökonomie. Statistik haben wir nicht so viele über der Konferenz, weil Datenschutz uns wichtig ist, aber wir haben ein paar Zahlen, nämlich zum Gender-Frage zum Beispiel. Laut unserem Konferenzsystem würde so in den Einreichungen, die hier so gegeben wurden, so ein Viertel angegeben als von Frauen, eine kurze Hälfte von Männern, aber dann noch dazu ein Viertel, wo das nicht angegeben ist. Das ist gut, vielleicht aus Datenschutzgründen oder um sich nicht einfach dazu zu äußern. Es gibt auch schon einige Beiträge, die angegeben sind, die nicht binär aufgeteilt werden sollen. Genau, und es gibt auch viele internationale Gäste auf dieser Konferenz und wir freuen uns riesig, dass die hier sind und ich kann nicht so alle nennen, es gibt von vielen Teilen der Welt Leute, die da sind und ich würde einfach sagen, dass wir freuen uns zum Beispiel auf unsere Panels auf Jenny Chan oder Pat Mooney, Claude Kabemba, die werden da sein und noch andere Perspektive reinbringen.
Hallo, ich bin Juliane Krüger von der Open Knowledge Foundation Deutschland, kurz OKF. Und ich freue mich besonders, dass wir unser Motto, was sozusagen bringt Community zusammen, oder wir wollen hier Communities aus den verschiedenen Spektren zusammenbringen, wir auch tatsächlich umsetzen konnten und jetzt auch damit sozusagen fördern, dass wir einerseits im Forum ganz viele interessante Initiativen und Organisationen und kleine Projekte haben aus all den Bereichen der verschiedenen Nachhaltigkeit, aus den Techie-Bereichen, aus der Entwicklungsszene. Und wir haben ans Forum angeschlossen auch extra einen Raum für all diejenigen, die sich dort spontan zusammenfinden wollen, um Ideen weiterzuentwickeln, Pläne zu schmieden oder weil das Programm so spannend war, dass man gar nicht alle Fragen im Q&A loswerden konnte, einfach dort weiter diskutieren kann. Das ist der Chatraum, der ist für euch alle immer offen. Nutzt ihn, wir würden uns freuen, wenn hieraus ganz viele neue Ideen entstehen und wir gemeinsam die Zukunft auch nach Bits und Bäume dann wirklich mitgestalten. Ja, hallo, mein Name ist Sven Hilbig, arbeite bei Brot für die Welt. Dieser Kongress wäre nicht möglich ohne die intensive Arbeit unseres Kongressbüros. Das Team besteht aus 3 Leuten, Ekaterina, Katja und Eva. Diese 3 haben sich in den letzten 6 Monaten ganz intensiv gekümmert um die Raumplanung, das Catering, die Technik. Sie haben mit Hunderten von Referenten und Referenten kommuniziert. Sie betreuen die Helferinnen, sie haben das Forum organisiert. Und im Namen des Trägerkreises möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den 3 und bitte auch um einen Applaus. Genau, ich bin Anja Höfner, ich arbeite am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW. Und diese Konferenz wäre auch nicht möglich gewesen, hätten wir nicht eine großartige finanzielle Unterstützung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen. Herzlichen Dank dafür. Ohne diese Unterstützung wäre die Konferenz in dem Umfang, in dem sie jetzt stattfindet, nicht möglich gewesen. Und ein weiterer Dank gilt dem BMBF, welches auch einen Beitrag zur Konferenz leistet, indem es einzelne Projekte bestimmter Trägerkreisorganisationen mitfinanziert. Ja, hallo, Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und wir sind natürlich auch gerne dabei, weil wir sehen, dass die Nachhaltigkeitsaspekte bei der Digitalisierung natürlich ganz besonders wichtig sind. Aber was noch viel wichtiger ist heute für euch alle, ist, es gibt natürlich auch Essen und das kommt von Flaming Kitchen. Ist natürlich vegan und bio und damit das noch viel mehr Spaß macht für uns alle, brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Unterstützung. Das heißt, alle die vielleicht ein bisschen Muße haben oder sich nicht ausgelastet fühlen durch die vielen Vorträge, dürfen gerne beim Mitschnippeln helfen. Das fängt ab 10.30 Uhr geht's los. Also meldet euch irgendwie beim Empfang, bei der Info und dann könnt ihr auch ein bisschen mitgestalten beim Essen. Ja, Leon Kaiser, ich schreibe für netzpolitik.org und wir sind sozusagen noch eine 11. Organisation, aber als Medienpartner dabei. Ich wollte nochmal allen ehrenamtlichen Helferinnen danken, die heute hier sind und es mit möglich machen. Und auch noch darauf hinweisen, wenn ihr satt seid, gibt es noch ein Apéro ab 10 Uhr im ersten Obergeschoss direkt hinter diesem Hörsaal. Das hat Lisa Junghans für uns organisiert und wir freuen uns sehr. Hallo, mein Name ist Rainer Rehak vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir kommen eher so aus der Techie-Seite und sind so ein bisschen die Leute, die so versuchen, Technik so zu erklären, dass sie politisch diskutierbar wird. Das Interessante für uns auch bei der Bits und Bäume ist, wir haben ja eine ganze Menge Wissen und Kompetenzen über so die technischen Aspekte, aber natürlich, wie wir alle wissen, kommen die Computer irgendwo her und sie gehen danach auch irgendwo hin. Und das Wichtige für uns ist an der Stelle, das, was wir wissen, zu sagen, aber wenn wir was nicht wissen, eben auch zuzuhören. Und ich glaube, das wird ein interessanter Punkt an der Konferenz, weil es natürlich auch darum geht,
geht, einander zuzuhören. Immer wenn Leute aufeinandertreffen, dann lernt man am meisten, wenn man genauso viel mindestens zuhört wie redet. Und ich wollte auf alle Fälle sagen, dieses ganze Areal hier ist auch mit Zauberkraft versehen. Also wenn ihr rumschaut, ihr findet schöne Stände, schönes Licht und deswegen für die Atmosphäre, denn wir sind ja alle keine Roboter, deswegen sind wir hier, danken wir Paradiso. Und außerdem gibt es noch viele Dinge zu entdecken, zum Beispiel die Automatisierungs-Demystifizierungs-Diskursmaschine. Und wer wissen will, was das ist, begebt euch auf die Suche und ihr werdet finden und ein interessantes, echtes Spiel erleben. Ja. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Constanze Kurz. Ich bin die Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Wir sind die größte europäische Hackervereinigung mit derzeit über 9000 Mitgliedern. Und ich werde bei der Gelegenheit einen Trick verraten für jede zukünftige Konferenzplanung. Laden Sie sich ein paar Hacker ein, denn im Wesentlichen bereiten wir hier das Konferenz-Video-Streaming vor. Ich begrüße also hiermit auch gerne diejenigen, die am Stream sitzen. Das Video Operation Center des Chaos Computer Clubs macht nicht nur das Streaming, sondern auch die Aufzeichnung, und zwar für beide Tage. Und es gibt nicht nur für die Videos später zum Download eine Version, sondern Sie können die auch in verschiedenen Formaten oder als reine Audiodateien runterladen. Zusammen mit dem FIF hat der CCC einen Teil der Infrastruktur gemacht, denn wie Sie wissen, bei der Konferenzplanung muss man heute auch mit einer ganzen Menge Technik arbeiten und wir hoffen, dass es relativ problemlos verläuft. Ansonsten haben wir ja ein paar Hacker hier, die sich darum kümmern. Ja, ich darf die Runde abschließen. Tillmann Santarius, mein Name, von der Technischen Universität Berlin hier, wo wir alle sitzen, und auch vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Wir sind der Trägerkreis. Wir haben jetzt anderthalb Jahre unsere Köpfe zusammengesteckt, Kraft aufgewendet, um diese zwei Tage hier möglich zu machen. Heiße Themen diskutiert, viele kreative Ideen gehabt für die Umsetzung, ganz praktisch auch vor Ort zu den Kontakten für die Referentinnen und alles. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, war auch eine Menge Arbeit. Und ja, ich leite jetzt über in den einführenden Teil dieses Eröffnungspodiums, wo Constanze Kurz, ich selbst und dann etwas später noch Lorenz Hilti euch ein bisschen die Hintergründe, Themen, Thesen, Ziele dieser Konferenz nahebringen werden. Ja, liebe Leute, wir feiern Geburtstag. Happy Birthday. 70 Jahre sind Sie alt geworden. Was feiern wir? Was war vor 70 Jahren, 1948? Hat jemand eine Idee? Richtig, sie hat es gesagt, 1948 wurde der Transistor erfunden. Ja, übrigens, interessanterweise, unabhängig voneinander in den USA und in Deutschland und ohne den Transistor wären später keine integrierten Schaltkreise entwickelt worden. Ohne integrierte Schaltkreise hätten wir keine Mikroprozessoren. Ohne Mikroprozessoren hätten unsere Computer, Laptops, Tablets immer noch Elektronenröhren und wären wahrscheinlich irgendwie so groß wie Lagerhallen oder mit einer Rechenkapazität von so einem Apple vielleicht sogar so groß wie dieses Audimax hier. Dann säßen wir gar nicht hier, das wäre ja auch langweilig. Nein, aber sie hatte recht, vor 70 Jahren, 1948 gab es noch etwas Wichtigeres als den Transistor, nämlich die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ein menschheitsgeschichtlich wichtiger Punkt. Ich muss das nicht runterrattern, ihr könnt ein bisschen was lesen. Die unantastbare Würde des Menschen, jedes einzelnen Erdenbürgers, jeder einzelnen Erdenbürgerin wurde dort festgeschrieben und eben auch das Recht, diese Würde gegenüber staatlicher Gewalt, gegenüber häuslicher Gewalt, gegenüber unternehmerischer Eingriffe und vieles mehr geltend zu machen. Interessant ist, dass dann im Nachgang von 1948 zwei verschiedene thematische Stränge diskutiert wurden, die die Menschenrechte konkretisieren. Das sind zum einen die politischen und bürgerlichen Menschenrechte, auch genannt UN-Zivilpakt.
Und ich glaube, die Techies, die Tech-Szene ist ein zivilgesellschaftliches Areal von Akteuren, die vor allen Dingen auf die politischen und bürgerlichen Rechte abzielen. Recht auf Freiheit der Person, Freiheit vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre, Recht auf Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und vieles dergleichen mehr ist in den politischen und bürgerlichen Menschenrechten festgeschrieben. Und gleichzeitig wurde 1948 begonnen, ein zweiter Pakt zu verhandeln, der die allgemeinen Menschenrechte konkretisieren sollte, nämlich die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Und ich glaube, die Ökos oder die ganze Nachhaltigkeits-Community fokussiert vor allen Dingen auf diese wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, auf den UN-Sozialpakt. Da geht es um die elementaren Existenzrechte der Menschen. Was heißt das? Recht auf Nahrung, Recht auf Trinkwasser, Recht auf Gesundheitsfürsorge, auf auskömmlichen Lebensunterhalt. Und ich glaube, die politischen bürgerlichen Rechte sind heute vielfach in Gefahr, bedroht durch, in vielen Staaten werden sie mit Füßen getreten, auch hierzulande durch einen zunehmenden Populismus geraten sie in Gefahr, auch durch die Digitalisierung, das wird uns nachher Constanze auch, denke ich, nochmal ausführlich darstellen, sind die politischen und bürgerlichen Rechte immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, die Existenzrechte, das wisst ihr auch, die sind nicht nur durch korrupte Eliten, durch Kriege und Konflikte in Gefahr, sondern auch durch den Klimawandel, der voranschreitet, der die Existenzgrundlage für Menschen in Zweifel zieht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, etwa die 2 bis 3 Milliarden Menschen auf der Erde, die direkt von der Natur leben, deren Ernten durch Extremwetterbedingungen in Mitleidenschaft gezogen werden, bei denen Überschwemmungen dazu führen, dass die Behausungen verschwinden. Also für die Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte ist es wichtig, dass die Umweltzerstörung aufgehalten wird und dass die Grenzen des Planeten eingehalten werden. Ja, und deswegen zum 70. Geburtstag der Menschenrechte bringen wir diese beiden Communities zusammen hier. Wir bringen zusammen, was zusammengehört, die Nachhaltigkeitsakteure, die Tech-Akteure, um gemeinsam für die unantastbare Würde der Menschen zu kämpfen. Das ist es, was uns vereint. Wir wollen eine Welt, in der jeder Person auf dieser Erde sein Recht verwirklichen kann und die Grenzen des Planeten eingehalten werden. Ja, ich glaube, menschheitsgeschichtlich stehen wir an einer Zäsur dieser Tage, die das Verhältnis von Mensch und Natur noch einmal sehr grundständig verändern kann. Schon immer hat sich der Mensch an der Natur bedient, das ist nichts Neues. Aber wie hat sich das entwickelt, seitdem die Hominiden von den Bäumen herabgeklettert sind? Menschen haben sich zunehmend eine Haut nach der anderen zugelegt, mit der sie den stofflichen Metabolismus betreiben. Die erste Haut, ganz früh schon, das ist unsere körperliche Haut. Die hängt zusammen mit Transpiration, Atmung, Nahrungsaufnahme, stoffliche Ausscheidungen. Und schon auf dieser elementaren Ebene beträgt der Naturverbrauch 800 Kilogramm pro Person und pro Jahr ungefähr. Schon vor Tausenden von Jahren haben dann die Menschen angefangen, sich eine zweite Haut zuzulegen. Bekleidung, Hütten, Gerätschaften, Werkzeuge, kulturelle Gegenstände auch. Auf dieser Ebene, in der zweiten Haut, beträgt der Naturverbrauch ungefähr 2 bis 5 Tonnen pro Kopf und Jahr. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass heute immer noch, vielleicht klappt die Hälfte der Menschheit, genau mit diesem Naturverbrauch ein auskömmliches Leben bestreitet. Dann, vor 200 bis 300 Jahren, kam eine dritte Haut hinzu, die wir uns zugelegt haben, die industrielle Haut. Die vereint alle Luxus- und Lebensgüter, die wir heute kennen. Hochhäuser, Stahlwerke, Flughäfen, Schwimmbäder, Laptops und ähnliches. Und diese industrielle Haut veranschlagt etwa 50 bis 70 Tonnen pro Kopf und Jahr. Und hier sind wir aus ökologischer, aus Nachhaltigkeitssicht schon beim ganz zentralen Problem. Der Stoffwechsel dieser Haut ist 10-mal so hoch, wie es tragfähig wäre auf diesem Planeten. Wir sind dabei, den schönen blauen Planeten in eine ungastliche Wüste zu verwandeln, wenn wir uns nicht von dieser Haut, wenn wir nicht von dieser Haut abspecken und den Energie- und Ressourcenverbrauch und auch die schädlichen Emissionen um den Faktor 10, um 90% reduzieren. Das ist eine ganz zentrale Forderung der Nachhaltigkeitsbewegung bis heute. Und jetzt
liebes Bits- und Bäume-Publikum, sind wir dabei, dieser Jahre plus minus uns eine vierte Haut zuzulegen. Das ist eine Haut, die besteht aus virtuellen elektronischen Informationen, ist ein Netz an Informationen, das wir immer dichter und dichter um uns und um den Planeten herum spannen. Und die spannende Frage ist natürlich, wie viel Ressourcenverbrauch wird diese Haut veranschlagen? Wir wissen es noch nicht. Es ist auch Teil der Diskussion auf dieser Konferenz. Es ist ein unglaublicher Forschungsbedarf, der hier besteht. Wir wissen aber, dass allein der Aufbau der Geräte, Laptops, Smartphones, Tablets, vor allen Dingen auch die Rechenzentren, die Unterseekabel, die Relaisstationen, das alles eine Menge an Material und Ressourcen verbraucht. Und was wir immerhin schon etwas genauer wissen ist, im Verbrauch fällt Energie an. Keine Digitalisierung ohne Stromverbrauch. Hier haben wir auch schon bessere Zahlen. Etwa 10% des weltweiten Stromverbrauchs entfallen auf das Internet und die mit dem Internet vernetzten Geräte und Rechenzentren. Und alle Szenarien deuten darauf hin, dass dieser Anteil des Stromverbrauchs fürs Internet, für die Informations- und Kommunikationstechnologien weiter ansteigen wird, auch wenn der untere blaue Balken zeigt, die Consumer-End-Use-Devices vielleicht im Energieverbrauch rückläufig sein könnten. Insgesamt durch Rechenzentren, durch industrielle Anwendungen, der Stromverbrauch wird weiter steigen. Und das ist eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit. Aber der Clou ist, dass die vierte Haut, die informationale Hülle, auch eine riesige Chance darstellt. Wir können die Digitalisierung nutzen, um uns von den überbordenden Energie- und Ressourcenverbräuchen der dritten, der industriellen Haut auch ein Stück weit zu entledigen, das Überflüssige überflüssig zu machen. Um nur ein Beispiel zu geben, im Energiebereich bekommen wir nur mit mehr Digitalisierung wirklich 100% erneuerbare Energieversorgung in so einem industriellen Land wie Deutschland hin. Im Verkehrsbereich wird der Einstieg in Massenverkehrsmittel, in eine Sharing von Verkehrsträgern in die ökologische Verkehrswende durch Digitalisierung so viel einfacher gemacht. Oder um noch ein Beispiel zu nehmen, im Konsumbereich können wir uns durch Do-it-yourself-Plattformen, durch Gebrauchtwarenhandel à la eBay, durch Prosuming und anderes von Neukauf entledigen, den Konsum eigentlich runterfahren. Das heißt, die Frage, wie soll denn eine nachhaltige, zumal eine ökologisch nachhaltige Digitalisierung aussehen, hat eigentlich eine ganz klare Aussage. Nur wenn wir die Informations- und Kommunikationstechnologien dafür einsetzen, um die überbordenden Energie- und Ressourcenverbräuche und Emissionen der industriellen Zivilisation runterzufahren, dann wird die Digitalisierung einen Beitrag leisten für Nachhaltigkeit und für die Realisierung der elementaren Menschenrechte. Oder um das ganz kurz zu sagen, wir brauchen digitale Suffizienz, digitale Genügsamkeit, damit Digitalisierung einen Beitrag leisten kann zur Nachhaltigkeit. Und Dankeschön. Und ich weise hier darauf hin, dass es auf der Bits und Bäume auch zwei große Diskussionsstränge geben wird, Themenstränge, die ihr auch im Programm findet, die diese Themen behandeln. Zum einen der Strang, wie schwer wiegt ein Bit, wo es um die Energie, Materialverbräuche, auch um alternative Software geht. Und zum anderen der Strang Reclaim Smart City, Stadt, Land, Smart, wo es um die Transformation in den verschiedenen Feldern, Energiewende, Verkehrswende, Stadtplanung und so weiter geht. Ja, keine Entwicklung, auch keine Digitalisierung wäre nachhaltig, wenn sie nicht auch einen Beitrag leistet zur sozialen Gerechtigkeit. Ohne Ökologie keine Gerechtigkeit, ohne Gerechtigkeit keine Ökologie. Und tatsächlich bieten digitale Tools eine Menge Möglichkeiten, um Konsumentinnen, um uns Bürgerinnen und Bürger, um politisch aktive Menschen zu enablen, zu empowern, mit einer Stimme auszustatten, auch in sozialer Hinsicht, um die Wirtschaft zu demokratisieren. Allein schon durch Sharing sind wir nicht mehr so abhängig von großen Konzernen. Es gibt Presuming-Plattformen, wo wir uns selber unsere auf dem Balkon gezüchteten Tomaten anbieten können, selbstgenähte Kleidung anbieten können, wo wir den Solarstrom von unseren Dächern, unseren Nachbarinnen in kleinen dezentralen Stromverbräuchen verkaufen können. Überhaupt Sharing von Wissen, von Nachbarschaftshilfe, von Bohrmaschinen, von Autos und alles. Das sind tolle Möglichkeiten, um die Wirtschaft zu demokratisieren. Aber wir sehen auch, in sozialer Hinsicht gibt es Risiken. Erstens, Kollege Roboter, Automatisierung, Robotisierung, künstliche Intelligenz, das alles hat ein Potenzial, Arbeitsplätze wegzurationalisieren. Und das Problem ist, dass
die Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren durch digitale Ersetzung ist bei den Niedriglohneinkommen, wie diese Grafik zeigt, wesentlich größer als bei den Hochverdienern. Die Menschen, die also ohnehin schon schlechter dastehen, haben noch mehr Gründe zur Sorge, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft oder jedenfalls in der Erwerbsarbeit verlieren können. Zweitens aber, das ist mindestens genauso wichtig, es entstehen natürlich auch neue Jobs im Zuge der Digitalisierung. Aber alle Szenarien deuten darauf hin, dass die Mehrzahl dieser neuen Jobs, die entsteht, nicht so sehr im Hochlohnbereich liegt, wie man meinen könnte, sozusagen die IT-Ingenieure oder SoftwareprogrammiererInnen. Nein, die Mehrzahl der Jobs wird eher im Niedriglohnsektor anfallen, also bei den Amazon-Lagerhallenarbeiterinnen oder bei den Lieferdiensten oder bei den Clickworkern und Crowdworkern. Und drittens, wir sehen, dass neben dieser Gefahr für Arbeitsplätze und Einkommensverlusten auch eine enorme Kapitalakkumulation längst stattgefunden hat. Microsoft ist ja schon an der Spitze der Top 10 Weltunternehmen seit langem, jetzt überholt von Apple, Facebook, Amazon, auch chinesische Unternehmen sind da ganz groß dabei. Die Top 6 von den Top 10 Weltunternehmen sind digitale Player, die eine enorme Finanzmacht auf sich ziehen. Und im Verein, alles zusammen, führen diese Entwicklungen dazu, dass Digitalisierung spaltend wirkt, dass die Digitalisierung der Ökonomie gerade nicht auf dem Weg ist, demokratischer zu werden, sondern eher zu einer Machtverschiebung führt und zu einer Akkumulation von Kapital in den Händen weniger. Das sieht man natürlich auch nochmal ganz besonders stark in internationaler Hinsicht. Wer kann denn die Datenströme anzapfen, um daraus Dollars zu machen? Wer sind denn die Menschen, die von den digitalen Geräten profitieren? Hier auf dieser Karte sieht man alle mit dem Internet vernetzten Geräte und ich glaube, sie spricht Bände. Also, was muss passieren, damit Digitalisierung in sozialer Hinsicht nachhaltig wird? Wir brauchen digitale Tools für eine Demokratisierung der Wirtschaft. Wir wollen hier auf Bits und Bäume die Frage stellen, was sind denn die digitalen Tools, die sich beim genauen Hinsehen als Werkzeuge der Mächtigen entpuppen, um den verhängnisvollen Status quo voranzutreiben und Wohlstand von unten nach oben umzuverteilen? Und was aber auch sind die Tools, die uns einer demokratischen, auch einer wachstumsbefriedeten Gesellschaft näher bringen und eine Transformation der Wirtschaft in Richtung Demokratie und Mitsprache und Augenhöhe vorantreiben? Das sind die wichtigen Fragen, um es ganz kurz zu sagen. Wir wollen hier digitale Wirtschaftsdemokratie diskutieren. Und es gibt auch dazu zwei große Themenstränge auf Bits und Bäume. Zum einen den Themenstrang digitaler Kapitalismus. Und zum anderen den Themenstrang alternatives Wirtschaften, Digitalisierung für Degrowth. Ja, liebe Leute, ich komme langsam zu meinem Ende hier und gebe den Stab gleich weiter. Noch die Ziele, die wir vernetzen wollen, lass uns nicht nur Geburtstag feiern, 70 Jahre Menschenrechte, das ist auf jeden Fall ein Anlass. Lass uns auch vernetzen, miteinander ins Gespräch kommen, über die zwei oder die verschiedenen Communities voneinander lernen, auch miteinander streiten, aber auch einander gegenseitig respektieren und durch die Vernetzung gemeinsam für eine bessere Welt, für eine digitale Zukunft, die Menschenrechte ernst nimmt und die Grenzen des Planeten bewahrt, eintreten. Und lasst uns vor allen Dingen auch politisieren. Digitalisierung ist längst nicht mehr nur etwas, was sich in unseren Hosentaschen privater Hinsicht abspielt, sondern schon lange etwas, was in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gehört. Wir wollen hier Forderungen stellen an die Politik, wie sie gestalten kann, damit Digitalisierung zur Nachhaltigkeit beiträgt. Wir wollen Unternehmen auch damit konfrontieren, was deren Beiträge sein müsste, um mitzuhelfen beim Umzusteuern oder wenigstens nicht so viel Blödsinn zu machen. Wir wollen auch Lösungsvorschläge, Handlungsansätze für teilnehmende Nutzerinnen und Nutzer digitaler Tools hier entwickeln, um die Digitalisierung einer Nachhaltigkeit zuzuführen. Vielen Dank erstmal soweit und ich übergebe den Stab an Constanze. Ich möchte gerne ein paar Aspekte hinzufügen zu dem, was Tillmann gesagt hat, auch ein bisschen zur Motivation und zu der Frage, welchen Beitrag die Tech-Community zu dieser Diskussion bringen kann. Und in gewisser Weise ist die Politisierung mein Stichwort. Ich habe vor vielen Jahren mal, ich denke, es waren so 12 oder 13 Jahre, zusammen mit einem anderen Hacker, der hier auch sprechen wird über die Frage des Plattformkapitalismus, einen Workshop gemacht im Wendland.
vor vielen Jahren. Wir haben sozusagen mit den Aktivisten, da ging es gerade um einen Atomtransport, versucht über Anonymisierung zu reden, über den Schutz vor Abhören, über Verschlüsselung, den Einsatz von Techniken und haben so einen Workshop gegeben in einem Community-Zentrum im Wendland. Und für mich war das eine sehr starke Erfahrung, zu sehen, dass diese Umwelt- und Ökobewegung eine Bewegung war und eine von unten in der Weise, dass sie von der ganzen Bevölkerung dort im Wendland getragen wurde. Meine Hoffnung war eigentlich seit der Zeit immer, dass sich so eine Form von Bewegung auch für digitale Bürgerrechte bilden kann. Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir vor 10 Jahren über die Vorratsdatenspeicherung bundesweit gestritten haben, so hat sich in gewisser Weise die Hoffnung damals erfüllt. Aber mein Eindruck ist heute, dass viele Fragen der digitalen Bürgerrechte nicht mehr so breit debattiert werden, wie man sich es wohl wünschen würde. Ich denke, wir blicken auf 4 Jahre Snowden-Veröffentlichung zurück. Wir blicken auf den Fakt zurück, dass wir in einer Massenüberwachungswelt leben, in dem Sinne, dass die digitalen Überwachungsmöglichkeiten unserer Kommunikation, der Inhalte, aber vor allen Dingen der Metadaten ein Fakt sind, mit dem wir leben. Aber wir sehen eine große Ohnmacht und wir sehen auch eine gewisse Gleichgültigkeit, die sich damit gebildet hat. Insofern war für mich und ich glaube auch für einen Teil derjenigen, die sich von der technischen Seite hier in die Arbeit zur Vorbereitung der Konferenz eingebracht haben, auch ein gewisser Wunsch nach Lernen. Wie hat die Umweltbewegung in den letzten Jahrzehnten geschafft, die Ziele zu erreichen? Wie hat sie sozusagen agiert? Welche Kampagnenfähigkeit hat sie eigentlich? Und was können Techies davon lernen? Und wo können wir auch behilflich sein? Ich glaube, um diese Umwälzung zu verstehen, die gerade abläuft, muss man natürlich auch hinter die Technik blicken. Auch ein Grund, warum unser Keynote-Speaker heute ein Informatiker ist. Und ich glaube, die Informiertheit über die Technik kann erst zu einer informierten Entscheidung über den Einsatz führen. Und das ist natürlich auch eine Leistung, die die Technik-Community bringen kann. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir Sonntag sozusagen wieder auseinandergehen, zum einen eine Menge gelernt haben, den Vernetzungsaspekt, den Tillmann eben schon erwähnt hat, besonders betonen können und auch für die Zukunft Projekte finden, wo man zusammenarbeiten kann im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne der Ziele, die die Tech-Community mit der Umweltbewegung einfach teilt. Und aber auch in dem Sinne von den übergeordneten Zielen, die wir gehört haben in Bezug auf die Menschen- und Grundrechte, die wir natürlich auch teilen. In der digitalen Welt sind es besonders 4 Grundrechte, die in den letzten Jahren erheblich eingeschränkt wurden. Das eine ist das Fernmeldegeheimnis. Man kann sagen, durch die Tatsache, dass wir sämtlich digital kommunizieren, ist vom eigentlichen Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses nur noch wenig übrig. Wir sind in Europa als Deutsche nach wie vor die Nation, die am meisten abhört, wenn man mal von den Geheimdiensten absieht. Wir haben aber auch die Frage der informationellen Selbstbestimmung, die im Wesentlichen zwar debattiert wird, die aber in vielen Aspekten nicht mehr der Realität entspricht. Vor allen Dingen, weil wir in einer kommerzialisierten Welt leben, wo unsere gesamte Kommunikation über Werbenetzwerke abläuft, wenn wir mal ehrlich sind. Also Fragen, die wir dringend debattieren müssen. Wir haben vor 11 Jahren ein neues Grundrecht vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhalten. Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Aber faktisch hat der Gesetzgeber weitgehend ignoriert, was die Richter in Karlsruhe gesagt haben und hat dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit unserer Kommunikation und unserer, vor allen Dingen unserer informationstechnischen Geräte nicht in die gesetzgeberische Praxis umgesetzt und wir müssen es fordern. Geschenkt kriegen wir nichts. Das haben wir von der Umweltbewegung als Technik-Community sehr wohl gelernt, dass wir Rechte, die wir brauchen, die wir für eine digitalisierte Zukunft brauchen, auch fordern müssen. Das ist auch ein Grund, warum wir uns hier einbringen, denn ich glaube, die Umweltbewegung hat vieles geschafft, zu einer Alltäglichkeit und Normalität zu werden oder zumindest zu einem Teil der Debatte, wo die Technik-Community, glaube ich, noch relativ weit am Anfang steht, dass wir wie selbstverständlich solche Forderungen mit aufnehmen. Ich bin nicht zufrieden damit und werde mich auch nicht damit abfinden, dass in der Frage der digitalen Bürgerrechte und überhaupt der Frage, wie wir digitale Grundrechte hier gestalten, der Blick im Wesentlichen nach Karlsruhe fällt.
Und dass wir sozusagen immer mit der Hoffnung, dass der Europäische Gerichtshof oder vor allen Dingen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Fehler der Politik irgendwie korrigieren und so digitalen Bürgerrechte beibehalten. Angesichts der Tatsache, dass wir gerade den zweiten Berufspolitiker in dieses höchste Richteramt berufen werden, habe ich auch für die Zukunft nicht sehr viel Hoffnung, dass sozusagen Karlsruhe unsere Rettung sein wird. Und auch nicht der EuGH oder der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der übrigens gerade auf Initiative von mehr als 10 Nichtregierungsorganisationen und mir selbst auch als Beschwerdeführerin die Massenüberwachung der britischen Geheimdienste für menschenrechtswidrig erklärt hat. Meine Hoffnung ist nicht mehr auf diese Gerichte, sondern wir müssen, glaube ich, als Zivilgesellschaft diese Forderungen in den öffentlichen Diskurs mit einbringen. Und da können wir eine Menge lernen, aus meiner Sicht, von der Umweltbewegung und auch von der Kampagnenfähigkeit und auch ein bisschen von der Selbstverständlichkeit, mit der wir über Fragen, die Ökologiefragen oder Fragen, die mit der Nachhaltigkeit zu tun haben, in einem gesellschaftlichen Diskurs sprechen. Ich möchte vielleicht noch eine Sache anmerken, bevor Soren Zilti hier auf die Bühne bitte. Ich glaube, wir sollten uns eins bewahren. Das gilt für die Ökobewegung wie für die Tech-Bewegung. Und zwar einen skeptischen, unabhängigen Geist. Und das betrifft auch die Finanzierung unserer Bewegung und die Frage, wie unabhängig und auch unabhängig im politischen Sinne wir uns äußern können zu diesen Fragen und wie unser Selbstverständnis und unsere Werte sind. Und ich hoffe, auch darüber können wir hier die 2 Tage ein bisschen reden und wünsche uns allen eine interessante Konferenz und freue mich sehr, dass ich jetzt Lorenz Hilti vorstellen kann, der hoffentlich in seiner Keynote uns auch nochmal inhaltlich auf unseren hoffentlich gemeinsamen Weg einstimmen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut, weil mich der Titel der Konferenz eigentlich sofort angesprochen hat, Blitz und Bäume. Das erinnert mich ein bisschen an meine Studienzeit. Ich habe Informatik studiert, das ist eine Weile her, wie Sie sich denken können. Und da gab es eigentlich so 2 Gruppen, ja, von Leuten. Ja. Die einen nennen wir sie die Nerds, ne, die waren von Technik fasziniert. Und die haben, über die sagte man, die kennen die Bits beim Vornamen. Ja. Und dann gab es die andere Gruppe, nennen wir sie die Ökos, und die kannten die Bäume beim Vornamen. Ja? Und diese beiden Gruppen haben überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und ich freue mich, dass es jetzt nach 30 Jahren so langsam anfängt, dass man vielleicht auch gegenseitig mal die Vornamen kennenlernt. Okay, ich muss mich hier hinstellen, weil ich einen Spickzettel dabei habe. Ausnahmsweise trage ich jetzt ganz ohne Folien vor und verlasse mich auf das, was hier auf meinem Spickzettel steht. Ich möchte mit 3 Thesen beginnen. Erstens, digitale Technologie hat das Potenzial, den Energie- und Materialverbrauch in Produktion und Konsum drastisch zu senken und die Voraussetzungen für mehr Selbstbestimmung zu schaffen. Also Energie, Material, Selbstbestimmung sind so meine Hauptthemen in meinem Vortrag. Und da gibt es ein Potenzial, sehr viel Gutes zu tun. Aber These 2, wir verwenden die digitale Technologie bisher nicht so, dass sie dieses Potenzial entfalten könnte. Meistens geschieht sogar das Gegenteil, das heißt, die Energie- und Rohstoffverbräuche wachsen, wie wir das auch bei Tillmanns Vortrag vorher gesehen haben. Diese Verbräuche wachsen. Und ich muss dich unterbrechen. Bitte näher ins Mikro sprechen. Ich muss näher ins Mikro sprechen. Ist es so besser? Danke. Also These 2, wir verwenden die digitale Technologie bisher nicht so, dass sie dieses Potenzial entfalten könnte. Ja? Auf vielen Gebieten geschieht sogar das Gegenteil, das heißt die Energie- und Rohstoffverbräuche wachsen und Nutzerinnen und Nutzer werden durch die Digitalisierung oft nicht ermächtigt, sondern im Gegenteil entmündigt. Das heißt, der digitale Wandel läuft bisher weitgehend so im großen Ganzen eben nicht in Richtung Nachhaltigkeit. 3. These, wenn wir die digitale Transformation tatsächlich vor den Wagen der Nachhaltigkeit spannen wollen, dann müssen wir zuerst analysieren, warum das bisher nicht funktioniert. Ich bin sehr dafür, eine nüchterne
Analyse an den Anfang zu stellen und ich will im Folgenden einfach ein paar Ideen zu dieser Analyse präsentieren. Mein Vortrag geht entlang dieser drei Stichworte Energie, Material und Selbstbestimmung. Zum Thema Energie. Tillmann und Constanze haben ja vorher die Geschichte beleuchtet, vor 70 Jahren, nicht? Ich habe einmal nachgeschaut, wie stand es um die Energieeffizienz der IT vor 70 Jahren. Es gab da schon einen elektronischen Computer, nämlich ENIAC, und der funktionierte noch mit Elektronenröhren. Und wenn Sie 1000 Rechenoperationen automatisch ausführen wollten, brauchten sie dafür etwa eine Kilowattstunde Energie. Das heißt, sie investieren eine Kilowattstunde und bekommen 1000 Rechenoperationen. Der Laptop, den sie heute verwenden, der schafft mindestens Billiarden Rechenoperationen pro Kilowattstunde. Eine Billiarde ist eine 1 mit 15 Nullen, man kann auch sagen eine Million Milliarden und man kann auch sagen eine Million Millionen und das Ganze mal 1000. Wir müssen uns wissen über diese Zahlen manchmal, über diese Größenordnung wieder bewusst werden. Das heißt also, dass die Entwicklung der Energieeffizienz in der IT beispiellos ist. Ja, sie hat sich alle 19 Monate etwa verdoppelt und verdoppelt sich auch weiter. Das ist übrigens Coombs' Law und nicht zu verwechseln mit Moore's Law, was bekannter ist. Nun eine ganz simple Überlegung. Wenn die Verbesserung der Energieeffizienz nun also dazu führen würde, dass wir insgesamt weniger Energie für die IT verbrauchen, dann wäre das bereits geschehen. Gleichzeitig habe ich aber noch die Grafik im Kopf, die Tillmann uns gezeigt hat, die zeigt, dass der gesamte Stromverbrauch der IT fast exponentiell ansteigt über die Zeit. Nicht? Und auf den ersten Blick erscheint es auch etwas paradox, dass Rechenzentren darüber klagen, dass sie immer mehr Strom verbrauchen und sehr viel investieren in Energieeffizienz im Sinne von Reduzierung des PUE, von Power Usage Effectiveness. Das ist also der gesamte Stromverbrauch des Rechenzentrums im Verhältnis zum Stromverbrauch der eigentlichen IT. Und diesen Faktor hat man über 15 Jahre mit riesigem Aufwand in die Kühlung und so weiter reduziert, von in der Gegend von 1,3 etwa runtergebracht auf durchschnittlich 1,5. Es gibt ganz super Rechenzentren, die sind vielleicht bei 1,1. Also 1 wäre perfekt. Und wenn man jetzt die Verantwortlichen für Rechenzentren fragt, ja, warum gebt ihr euch eigentlich so viel Mühe? Ja, ihr könnt doch einfach nur 19 Monate warten und zuschauen, wie die Energieeffizienz der IT ganz von selbst besser wird. Und auf diesen Einwand gibt es eine verbreitete Antwort und die lautet, die Ansprüche wachsen mit. Das ist ein sehr wichtiger Satz, die Ansprüche wachsen mit. Aus ökonomischer Sicht ist es natürlich nicht sehr überraschend, ja, dass das geschieht, denn die Prozessoren werden ja nicht nur energieeffizienter, sondern ich kriege ja auch, also sie werden ja auch, sie brauchen ja auch weniger Zeit, sie brauchen auch weniger Geld, sie brauchen auch weniger Platz, weniger Masse und so weiter. Und das führt dann dazu, dass man natürlich auch das mehr in Anspruch nimmt. Nicht? Man kennt das als Jevons-Paradox oder Rebound-Effekt oder Backfire-Effekt, das will ich jetzt nicht differenzieren für den Moment. Das Prinzip ist einfach, wenn etwas billiger oder schneller wird, dann ist die Tendenz da, es auch mehr zu verbrauchen. Also dieses Mitwachsen der Ansprüche ist nicht erstaunlich, aber ein bisschen überraschend finde ich dennoch, dass das mit dieser Synchronizität geschieht. Ja? Wann immer ein Gerät durch ein effizienteres ersetzt wird, ist sozusagen die Bugwelle des Wachstums schon da und fegt alle möglichen Einsparungen hinweg, bevor sie sich umdrehen können und vor allem bevor sie sich darüber freuen könnten. Und solange wir aus diesen Tretmühlen der Steigerungslogik nicht aussteigen können, führen alle Bemühungen zu technischer Effizienz eben nicht zu einem nachhaltigen Zustand. Ich komme nun zum Thema Material.
Das Verarbeiten, Speichern und Übertragen von Daten benötigt nicht nur immer weniger Energie pro Leistungseinheit, wie wir gesehen haben, sondern auch immer weniger Material. Und jetzt sind wir beim Mooreschen Gesetz. Danach verdoppelt sich alle 1 bis 2 Jahre die Zahl der Transistoren, die man auf einem Mikrochip unterbringen kann. Durch die immer höhere Integrationsdichte verdoppelt sich die Rechenleistung eines Chips bei etwa konstantem Materialaufwand. Also auch wieder ein Effizienzwunder. Auch wenn die technische Entwicklung hier allmählich an physikalische Grenzen stößt, die Materialeffizienz verbessert sich immer noch dramatisch. Wenig überraschend greift hier wieder die beschriebene ökonomische Steuerungslogik. Wann immer sich die Integrationsdichte der Chips verdoppelt, wird mindestens das Doppelte an Rechenleistung und Speicherplatz in den Markt gedrückt und von diesem in perfekten Gleichschritt aufgenommen. Diese Verdoppelungen sind so selbstverständlich geworden, dass sie uns kaum mehr auffallen. Aber der Fortschritt dieser Materialeffizienz verursacht auch Kosten, die der Markt nicht sieht. Als der erste Mikroprozessor in Serie ging, 1971, da brauchte man noch 12 verschiedene Metalle, um diesen zu konstruieren. Heute sind über 50 Metalle in digitaler Elektronik enthalten und die meisten in so winzigen Mengen, dass sich die Rückgewinnung eben nicht lohnt. Wir haben die höhere Effizienz also auch mit höherer Materialkomplexität erkauft. Selbst unter optimalen industriellen Bedingungen werden im Elektronikschrottrecycling heute maximal 17 Metalle zurückgewonnen. Alle anderen, also weit über 30, die verteilen sich so fein in der Umwelt, dass es praktisch unmöglich ist, sie jemals zurückzuholen. Wir entziehen diese Mengen an seltenen Rohstoffen damit der Nutzung durch zukünftige Generationen. Hinzu kommt, dass zwischen den anfallenden und den rezyklierten Mengen von Elektronikabfall ohnehin eine große Lücke klafft. Ja, in den meisten EU-Ländern ist das über 50%. Das heißt, weit weniger als die Hälfte erreicht selbst in sehr industrialisierten Ländern überhaupt einen Recyclingkanal. Recycling ist zwar ökologisch und sozial weniger belastend als die Gewinnung der entsprechenden Primärrohstoffe, aber es trägt wenig zur Schonung der Ressourcen bei. Denn die Vorstellung geschlossener Materialkreisläufe ist zumindest im Elektronikbereich eine Illusion. Die einzige Konsequenz, die wir daraus nun ziehen könnten, ist ja seltener etwas Neues kaufen. Nicht? Das hilft zwar nicht, den Energieverbrauch in der Nutzungsphase zu senken, aber es hilft, den Energieverbrauch in der Herstellung und eben vor allem die Umwandlung wertvoller Rohstoffe in Abfall zu verlangsamen. Eine häufige Antwort auf diese Empfehlung, also seltener etwas kaufen, ist, ja, klingt ja gut und schön, aber ich werde ja gezwungen, neue Produkte zu kaufen. Und das bringt mich jetzt zum dritten und letzten Thema, nämlich die Frage der Selbstbestimmung. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir neue Technologien im Sinne einer Technikfolgenabschätzung einer Art Diktatur-TÜV unterziehen müssten, ja, indem wir uns fragen, was würde eine Diktatur im schlimmsten Fall mit dieser neuen Technologie anfangen. Aber dieses Thema ist jetzt etwas zu breit, ja, für diesen Vortrag und sicher an anderen Orten der Konferenz besser aufgehoben. Ich möchte also die Fragen der informationellen Selbstbestimmung, auf die auch Constanze hingewiesen hat, ganz aus meinem Vortrag ausklammern, obwohl ich sie sehr wichtig finde, und möchte stattdessen einen anderen Aspekt der Selbstbestimmung beleuchten, nämlich die Frage, wie weit Sachgüter, die durch Software gesteuert sind, sich aktiv gegen die Interessen ihrer Eigentümerinnen und Eigentümer wenden können. Es ist ein relativ unbeleuchtetes Gebiet, obwohl es sozusagen im Raume steht durch viele Skandale, die wir schon erlebt haben. Der Dieselskandal, ja, hat hier eigentlich eine Spitze eines Eisbergs freigelegt. Plötzlich wurde deutlich, wohin das führen kann, wenn Produkte, wie in dem Fall Dieselmotoren, durch Software gesteuert werden. Diese Software wurde ja bekanntlich so programmiert, dass sie erkennt, ob das Auto sich auf einem Prüfstand befindet und wenn ja, wurden sozusagen Abgaswerte vorgetäuscht, die im Normalbetrieb gar nicht erreicht werden können. Auch unabhängig von den wichtigen Fragen der Luftreinhaltung sollte uns dieser Vorgang zu denken geben.
Er zeigt, dass es möglich ist, ein Produkt so auszustatten, dass die Person, die es rechtmäßig erworben hat, dann eben nicht die ihr eigentlich zustehende volle Kontrolle über dieses Produkt gewinnt. Weil eben die Hersteller sozusagen über die Software die Zügel in der Hand behalten. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, was uns in dieser Richtung noch bevorsteht, wenn man erst künstliche Intelligenz zu ähnlichen Zwecken nutzbar macht. Nicht nur bei Autos, auch bei Kühlschränken, bei Laptops, bei Smartphones und Druckern wurden Fälle dokumentiert, in denen Hersteller durch Software gegen die Interessen ihrer Eigentümer und Eigentümerinnen gehandelt haben. Ja? Sei es zur Manipulation von Testergebnissen, wie im Dieselfall und übrigens auch bei Kühlschränken, sei es für geplante Obsoleszenz, wie bei Smartphones und vielen anderen Geräten, sei es zur Steuerung der Inkompatibilität von Ersatzteilen, was die Reparaturfähigkeit gezielt reduziert, oder sei es auch zum Verhindern von Nachfüllen, wie zum Beispiel bei Druckerpatronen. Diese Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen. Geräte, die mit dem Internet verbunden sind und dadurch ständig am Tropf der Software-Updates hängen, die kann der Hersteller sogar nahezu live beeinflussen. Unter diesem Aspekt erscheint nun das Internet der Dinge geradezu als Masterplan für die Entwertung materieller Güter durch Software. Das ist allein schon deshalb zu befürchten, weil ja immer mehr neue Kategorien von Alltagsgegenständen in diese Familie der softwaregesteuerten Geräte aufgenommen werden und folglich auch obsolet werden können, weil sie durch die jeweilige Software, wie es dann so schön heißt, nicht mehr unterstützt werden. Ja? Soll mir mal jemand erklären, nicht, warum es in einer Marktwirtschaft notwendig ist, dass ein Produkt, das ich besitze, von einem Softwarehersteller gnädigerweise unterstützt wird. Eines Tages, nicht, wenn wir Smart Home und so haben, könnte dann sein Fenster aufpoppen. Ihr Wohnklo wird leider durch unser Smart Home Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Sie müssen renovieren. Klicken Sie OK, um Angebote qualifizierter Handwerker einzuholen. Alternativ kann man natürlich auch Cancel klicken und aufhören zu wohnen. Nicht? Man hat ja die freie Wahl. Es wird also möglich, Konsum anzukurbeln, ohne den Umweg über die Weckung von Bedürfnissen durch Werbung gehen zu müssen. Das ist eine ganz neue Phase von Marketing, in die wir da eintreten. Und damit geschieht das genaue Gegenteil von dem, was wir dank digitaler Technologie eigentlich tun könnten. Nämlich die Wertschöpfung in den immateriellen Bereich, in den Bereich von Software, von Dienstleistungen, von Kreativität zu verlagern und vom Umwälzen und Umwandeln von Material zu entkoppeln. Ich sage es noch einmal, die digitale Technologie wäre prädestiniert für diese Entkopplung oder Dematerialisierung. Software wurde ja eigentlich erfunden, damit man Hardware nicht mehr ständig ändern muss. Nicht? Früher musste man löten und umstöpseln und so braucht man sehr viel Material. Und die Software hat uns ja davon befreit. Nicht? Wir haben eigentlich universelle Hardware. Nicht? Software kommt und geht, Hardware bleibt. Software ist kreativ und spezifisch, Hardware ist gleichförmig und universell. Das ist das Prinzip der universellen Maschine, dass wir Alan Turing zu verdanken haben eigentlich. Und das ist in der Informatik unser Grundprinzip. Aber die IT-Industrie hat es geschafft, in den letzten 30 Jahren dieses Prinzip exakt auf den Kopf zu stellen. Heute wird immaterielle Software benutzt, um Druck zu erzeugen, funktionierende materielle Güter zu ersetzen. Nachhaltig wäre das Gegenteil. Deshalb nun komme ich zu meinem Fazit. Erstens. Das Verhältnis von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie es sich unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen entwickelt hat, lässt sich am besten charakterisieren als eine systematisch verpasste Chance. Ich sage systematisch, weil es eben nicht ein Zufall ist, dass wir diese Chance immer wieder verpassen.
Da müssen wir auch drüber nachdenken, wie wir das analysieren. Es ist kein Zufall, weil es eher eine spieltheoretische Implikation der Regeln ist, die unser, nach denen unser Wirtschaftssystem funktioniert. Wir sollten also über diese Regeln reflektieren. Zweitens, wir sind heute im Begriff, diese Chance, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verbinden, gerade wieder zu verpassen, indem wir zulassen, dass die Digitalisierung zur Entmündigung von Konsumentinnen und Konsumenten missbraucht wird und auf diesem Weg zu einer beschleunigten Entwertung wertvoller Materialien mit Hilfe von Software führt. Und zwar nicht nur innerhalb, sondern, und das ist das Neue, jetzt zunehmend auch außerhalb von IT-Produkten. Stichwort Internet der Dinge. Das ist die nächste Welle von materiellem Wachstum, die auf uns zurollt, und die nächste Materialschlacht, die um den Konsum geschlagen wird. Wenn wir die Chance diesmal nicht verpassen wollen, müssen wir aus der Steigerungslogik ausbrechen, die unseren Mustern von Produktion und Konsum zugrunde liegt. Dazu sind auch rechtliche Rahmenbedingungen notwendig. Viele davon sind schon angesprochen worden. Zum Beispiel könnte auch der Ansatz eines Right to Repair, der ja aus den USA kommt, interessant sein. Generell aber müssen die Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten unbedingt gestärkt werden. Und wir brauchen endlich auch kreativere Geschäftsmodelle, die eben nicht mehr darauf beruhen, dass Wert geschaffen wird, indem man Material und Energie transformiert, sondern die auf kreativen Dienstleistungen beruhen. Und viele weitere solche Ideen werden wir sicher auf dieser Konferenz heute und morgen zusammen diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank für diese ganz wundervolle Keynote. Vielen Dank auch an Tilman und Constanze für diese Einführung. Jetzt habt ihr alle gehört, was Bits und Bäume verbindet und Bits und Bäume auch verbinden sollte. Es sind ganz viele Themen angesprochen worden, auf denen wir natürlich jetzt aufbauen können, von Software-Obsoleszenzen, von Fußabdruckfragen über das Smart Home, das ist schon gefallen. Kritik am digitalen Kapitalismus ist bereits geübt worden. Wir haben uns schon, oder es wurde schon angesprochen, die große Frage nach Verantwortung, nach einer universellen und dann vielleicht auch nachhaltigen Maschine. All das können wir jetzt die nächsten zwei Tage vertiefen. Und ich würde vielleicht ganz kurz wegen dieses großen und komplexen Programmes euch einen kleinen Fahrplan geben. Wir haben uns das folgendermaßen gedacht, dass wir alles versucht haben, so ein bisschen in grob 7 Tracks zu unterteilen. Die Tracks findet ihr im Fahrplan und in den Apps wieder und könnt sie an den Farben erkennen. Was hier auf dieser Bühne nach der Pause weitergehen wird, ist die materielle Basis. Wie schwer wiegt ein Bit, ist das Panel, was hier starten wird. Die Farbe ist gelb und diese materielle Basis, also alles, was wir zur materiellen Basis diskutieren wollen und können, also Fußabdruck eigentlich genauso wie einfach die generelle Rohstofffrage beispielsweise oder auch tatsächlich materielle Aspekte von Hardware. All diese Fragen könnt ihr also denen könnt ihr euch widmen in Workshops und in Talks und in Diskussionsrunden, die gelb markiert sind. Und da geht es sozusagen auf der Bühne Delphi dann weiter, wenn ihr also da tiefer einsteigen wollt, nachdem wir hier im Grunde eine kleine Einführung in das Thema nachher nach der Mittagspause gegeben haben. Dann haben wir orangefarbig, ist alternatives Wirtschaften. Da verstehen wir so Fragen drunter, wie auch eben angesprochen, freie Software, aber auch Kooperativismus, alternative Geschäftsmodelle und die Verantwortung von Unternehmen. Dieser orange Track, den findet ihr, dem könnt ihr folgen auf der Bühne Emacs. Und Workshops dazu findet ihr im Großen und Ganzen im Raum Birke. Wir haben das uns so gedacht, dass die Bühnen ganz einfach zu finden sind, indem ihr Software, indem ihr Programmiersprachen folgt und die Workshops so ganz hands-on, da folgt ihr einfach den Bäumen, denn wir sind ja viele Blätter, die aus einem Stamm wachsen. Genau. Also Emacs und Birke für alternatives Wirtschaften.
Dann haben wir den grünen Track, das ist, was Daten und Umwelt miteinander verbindet. Also Umweltschutz und Datenschutz müssen natürlich zusammen gedacht werden, wenn wir über eine nachhaltige digitale Zukunft nachdenken. Aber auch digitale Energiewende ist natürlich ein ganz wichtiges Thema an dieser Schnittstelle oder auch datenbasierte Lösungen für eben ökologische Nachhaltigkeit. Das findet ihr auf der Bühne Closure und auch im Workshop-Raum Kokos könnt ihr folgen, wenn ihr dazu ganz praktisch etwas machen wollt. Dann haben wir Rot, ist die Kritik am digitalen Kapitalismus, die ist natürlich rot. Und das findet ihr im Saal Besch, ja? Und zwar am Sonntag geht es da quasi weiter, weil wir natürlich nicht alle 7 Tracks irgendwie hier auf dieser und den anderen Bühnen unterbringen konnten. Also Besch am Sonntag, digitaler Kapitalismus. Und im Workshop-Raum Durian könnt ihr aber schon mal ganz praktisch überlegen, wie ihr zu Datenkonzernen steht, zu Automatisierung, zur Zukunft der Arbeit und was ihr vielleicht da gemeinsam für Lösungen entwickeln könnt oder einfach auch erstmal Wissen in euch aufsaugen. Dann haben wir Blau. Stadtland Smart ist da für uns die Überschrift und zwar unter dem Aspekt Reclaim the Smart. Wir wollen natürlich nicht dieses Smart benutzen, was ganz viel unreflektiert durch die Gegend schwirrt, sondern Reclaim the Smart, ja, the Smart Home. Stadtkonzepte, die tatsächlich nachhaltig und klug gedacht sind. Es geht um Mobilität, um vernetzte Landwirtschaft und auch natürlich um das Land generell. Das ist der blaue Track und Workshops dazu findet ihr in der Erle. Also trefft euch dafür unter der Erle. Und dann haben wir noch 2 Tracks, denen ihr sehr verzweigt folgen könnt. Das eine ist, wir haben uns separat gedacht, Zivilgesellschaft ist für uns ein wichtiges Thema und Communities zusammenbringen. Beides gehört zusammen. Das hat für uns eine eigene Farbe bekommen, ist lila. Und da könnt ihr also ganz viele Projekte und Ideen aus der Basis im Grunde kennenlernen. Das sind ganz viele Vernetzungsformate sozusagen. Es geht natürlich auch viel um Open Source, um Aktivismus, um tatsächlich Handreichungen beispielsweise, wie man als Aktivist oder Aktivistin das an die Öffentlichkeit tragen kann und miteinander daran arbeiten können, dass möglichst viele Leute da mitmachen. Diesem lila Track könnt ihr, wie gesagt, auf allen Bühnen folgen und wir haben aber einen Workshop-Raum, dem ihr auch folgen könnt und das ist Ahorn. Ahorn findet ihr auf der ersten Ebene, also wenn ihr jetzt hier oben rausgeht oder auch im Saal Besch oben rausgeht oder eben von hier eine Treppe hochgeht, dann kommt ihr in unsere Hauptebene sozusagen, ich nenne sie jetzt mal so. Von dort kommt ihr zu allen Bühnen, also sehr zentral und da ist das Forum, das ich vorhin schon angesprochen habe mit all den Initiativen und Organisationen. Und an dieses Forum angeschlossen findet ihr 2 Workshop-Räume. Das eine ist Ahorn und das andere ist der Chatraum, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo ihr einfach fleißig weiter diskutieren und miteinander Ideen entwickeln könnt. Und der letzte Track ist Rosafarben. Das sind die ganz großen Fragen, über die jetzt hier auch schon im Raum schwebten, von philosophischen bis zu politischen Fragen, große Denker, also alles, was uns sozusagen überschwebt und alles miteinander verbindet und auch gerne utopistisch gedacht werden kann, das findet ihr in den Rosa-Räumen und die Workshop-Räume dazu findet ihr natürlich auch in den oberen Sphären, also im obersten Geschoss in der 3. Etage. Wir hoffen, dass euch das ein bisschen durch das doch ja sehr komplex gewordene Programm führt und euch dabei hilft, euch hier zurechtzufinden und das zu finden, worauf ihr Lust habt oder was ihr auch vielleicht erst noch entdecken wollt und wo ihr noch Wissensbedarf sozusagen habt. Dann schwenke ich mal um zu ein paar organisatorischen Sachen. Alle, die jetzt ein bisschen unruhig werden und sagen, ach nee, ich muss mir jetzt nicht hier auf der Bühne den nächsten Talk zur materiellen Basis angucken. Ich sorge lieber für meine und für unsere aller materielle Basis. Die sind herzlich eingeladen zum Schnibbeln für die Mittagspause. Die Mittagspause gibt es nach dem nächsten Panel hier um 13.30 Uhr und zwar auf dieser Ebene und in dem Gang der Etage darüber. Außerdem sucht unser Video Operation Center, das VOC, angesprochen wegen des Livestreams noch Helfer. Motto lautet Bock auf VOC. Also ihr könnt heute eure Filmkarriere starten und die unterstützen. Meldet euch auch an der Info oder auch direkt, ihr seht
Ihr seht die netten Menschen, die die Kamera halten. Auch da könnt ihr auch direkt hingehen. Ihr kriegt eine kleine Einweisung. Viel Spaß also dabei. Wir würden uns freuen, wenn die noch Unterstützung bekommen, weil die auch nicht so viel geschlafen haben. Genau, gerne an dieser Stelle einmal danke für den Livestream. Danke an Zvok. Genau, was passiert heute hier auf dieser Bühne in Saal Ada? Es geht um 12 Uhr weiter mit der Frage, wie schwer wiegt ein Bit die materielle Basis? Wir legen also sozusagen hier die Grundlage und dann geht es weiter 15 bis 16:30 Uhr. Im nächsten Schritt fragen wir uns, wie wir denn alternativ wirtschaften können mit dem Titel Digitalisierung und Degrowth, Wege zu einem enkeltauglichen Wirtschaften. Danach geht es weiter mit dem Panel zu Reclaim Smart City, auch das wird sicher sehr spannend. Und am Abend gibt es hier den philosophischen Salon, um den Abend mit den großen Fragen abzuschließen. Wer aber dann nach ganz viel Diskussion gar nicht mehr so viel Kopf hat, um sich um philosophische Fragen zu drehen, kann entweder etwas bisschen länger essen oder sich im Forum umschauen oder auf die anderen Bühnen gehen oder vielleicht auch im Saal Besch, da gibt es auch noch ein von uns kuratiertes Programm, das Sporangium, das ist so Wissen in leichter, unterhaltsamer Form, aber nochmal zu ganz vielen Themen. Bleibt auf jeden Fall hier, denn danach geht es weiter mit einem kleinen Überraschungskonzert. Und dann werden wir uns natürlich hoffentlich alle bei Bier, Cocktails, Mate, Schunk, was auch immer man sich denken kann, an der Bar treffen und bei nächtlichen Gesprächen und guter Musik die Welt retten und verbessern. Viel Spaß in der Pause!